Hi. Guckt mal! Haben wir darüber eigentlich mal gesprochen, was ich hier hab? Schaut doch mal bitte mein Direhorn an, wie süß das ist. Guck! Bleib stehen! Der hat einen Ball auf seinem kleinen Horn. Oh mein Gott, das ist cute! Guck mal bitte! Oh Leute, ich sterbe hier. Vielen Dank für den Follow, Ronny Rakete. Ronny Rakete, was ein Name. Danke, danke, Mädels. Schön, dass euch mein Name gefällt. Wäre doch noch geiler, wenn die Mädels irgendwann auch sagen, Mann, Ronny geht. Deine Rakete gefällt mir aber auch. Hey, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, genau. Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Licht? Ich kann die drei... Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Aber vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ach, eine Leiche. Oh, wow, Leiche. Wie ich das nicht lesen konnte. Wow. Eigentlich wusste ich, dass du Leiche heißt. Ich wollte nur testen, ob du selber weißt, wie du heißt. Und ich möchte dir gratulieren. Du hast gewonnen, Leiche. Was mir auch gerade auffällt, ich habe ewig lang kein Standard-Interface gesehen. Ja, herzlich willkommen. Ich benutze das Standard-Interface. Don't hate me, aber ich mag keine Erdnussbutter. Ist okay. Okay. Wirklich, ist völlig in Ordnung. Ich werde dich maximal bannen und DDoSen dafür. Aber sonst ist echt in Ordnung. Dann geht's ja. Genau. Würde ich jetzt auch behaupten. Gebiet ist voll nice hier. Ich muss sagen, dass mir BFA bis jetzt auf der Hornenseite irgendwie besser gefällt. Please no hate. Ich fand es jetzt auf der Ali-Seite auch okay, aber als ich das vor 2 Jahren gespielt habe, hat mich BFA irgendwie nicht so gepackt. Ich habe dann auch legit eine Indie gemacht mit 120 und habe dann aufgehört. Ach du Scheiße. Der ist ja Elite. Das wird jetzt interessant, Leute. Oh oh. Drei Wochen später. Ah. Oh Mann, ey. Wenn es so weitergeht, brauche ich hier noch 3 Jahre für. Der Weg ist ja lang, ne? Wir haben hier Zeit, Engel. Oh oh. Nebenbei entdecken wir hier auch den Dschungel, so ganz nice. Ist das der Endboss? Ja, das ist der Endboss vom ganzen Spiel. Wenn du den tötest, Yannick, dann hast du das Spiel durchgespielt. 2000 Jahre später. Easy Money? Oh, Scheiße? Bro? Was ist das? Wir haben ihn gleich. Boom. Durchgespielt jetzt, das war's. Keine Arme, keine Kekse, kein Wunder, dass der so sauer ist. Ja, wahrscheinlich. Der Arme. Ohne Arme. Ich bin nur hier wegen des Gameplays. Tja. Gute Wahl, sage ich dazu. Und das Kappa überlese ich. Und das X, D, auch. Seid ihr eigentlich interessiert an dem Witz, der in meinem Titel steht? Weil er ist halt schon sehr gut. Und mein Chat hat auch gesagt, wow, Bella, du bist so witzig. Was ist denn jetzt los? Ihr habt vorhin so gelacht. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter. Ich habe das noch nicht verdaut, bitte nicht. Hau raus. Okay, okay, okay. Tian, du wirst es nicht bereuen. Okay, pass auf. Geht ein Taure in eine Bar. Drängelt sich an einem Ork vorbei. Schüttet dabei sein Bier um. Sagt der Ork, ey, du hast mein Bier umgeschüttet. Sagt der Taure, oh, wie taurig. Gut, ne? Herbivoren, ja, dass die nur Pflanzen essen. Ich meine schon. Karnivoren sind die Fleischfressenden. Omnivoren sind die, die alles futtern. Ich habe keinen Plan von Dinos. Hä? Gab's es nicht in deinem Jurastudium? Was ist das denn für ein Jurastudium? Du kannst doch kein echter Anwalt sein, wenn du keine Ahnung von Dinos hast. Finde ich aber ganz schön gefährlich, ne? Dass die Anwälte von heute nichts mehr über Dinos lernen. Das war früher aber mal anders. Jura und Jurassic ist doch das gleiche. Heißt doch Jurassic Park. Jurazeit, ich meine, hallo? Ist ja nicht umsonst beieinander. Hallo, Witze Polizei. Sie hat schon wieder gemacht.
Ihr wollt das doch, sonst wärt ihr nicht hier. Was ich als Dodo eigentlich so brauche. Ich glaube, ich mache Heiler mit Dodo. Du sagst Dodo, oder? Nicht Dodo. Hä, doch, der Druide wird doch Dodo genannt. Jeder sagt Dodo. Was ist denn mit dir jetzt los, Tim? Der Druide heißt Dodo. Ah, gut, dass du das sagst, Gruschnack. Mann, wusste das nämlich nicht. Ich dachte immer, Druiden heißen Dodos. Vielen Dank, Chat. Auf euch ist immer Verlass. Das war vielleicht ein bisschen viel, was ich gepult habe. Ja. I'm gonna die. Was macht man dann so, wenn man 120 erreicht hat? Geht das dann der Spielspaß los? Oder geht dann erst der Spielspaß los? Oder wie ist das? Also, schön, dass du fragst, Bijou. Herzlich willkommen bei meiner kleinen WoW-Tour. Also, wenn du 120 erreicht hast, dann eröffnet sich eine ganz große Welt voller Spiel und Spaß. Du kannst gemeinsam mit deinen Freunden größere Indies bereisen. Die nennen sich dann Raids. Diese Raids ermöglichen es dir, ein besseres Equip zu bekommen. Was ist Equip, fragst du? Schön, dass du fragst. Das hier. Du kannst deinen Charakter nämlich ausrüsten. Und diese Ausrüstung findest du in besonderen Instanzen oder eben Raids, auch Schlachtzug genannt in Deutsch. Was du dann machst, sind nämlich diese Nachtzüge, von denen ich gesprochen habe. Und kämpfst gegen Bosse. Bosse sind besonders stark. Außerdem gibt es Instanzen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die du dann auch machen kannst. Und wenn du keine Lust hast auf PvE, dann bleibt dir immer noch das PvP, also Player versus Player. Du kannst dich mit anderen Spielern messen. Das machst du auf Schlachtfeldern oder in der Arena. Und auch da bekommst du Ausrüstung. Du kannst Titel sammeln, Erfolge und durch bestimmte Erfolge bekommst du bestimmte Reittiere oder auch einen Titel. Dann kannst du noch, wenn du Gruschnack fragst, Pet Battles machen. Also deine Haustiere leveln. Du hast hier nämlich so kleine Haustiere. Ja, das war meine Show. Nein, das hört sich ja interessant an. Ja, bye. Wenn wir dann alle spielen, mache ich mir einen Walk. Volkswagen. Oh. Finde ich gut. Ehrlich. Finde ich gut. Du bist bestimmt der Erste, der diesen Witz auch macht. In der Kreidezeit war ich mal, wo ich Kind war und mit Kreide gemalt habe. Oh, ich lache viel zu lang darüber.